da ist ja noch meine Adresse. Aua. Hallo. Hallo. Ich habe schon auf Sie gewartet. Oh! Dobby ist ein freier Elf. Oh mein Gott! Perfektes Elbenkostüm. Du siehst furchtbar aus. Ich habe mein Poncho. Heißt das Poncho? Ich habe vergessen, wie dieses Teil heißt. Ich habe wieder mein Decke to go. Ich habe meine Decke to go wieder gefunden und habe mir gedacht, warum habe ich sie 3 Jahre nicht getragen? Laut meinem Haus sollte ich eigentlich etwas Blaues tragen, aber heute ist es halt grün. Okay. Ja, Leute, es ist soweit. Adventskalender-Auspack-Videos sind keine Adventskalender-Auspack-Videos, wenn nicht ein Harry Potter-Adventskalender dabei ist. Wir hatten schon einen mit dem Lego, das habe ich wieder vergessen. Ich dachte, das wäre... Und wenn ihr euch jetzt fragt, Vanessa, warum schon wieder ein Etsy-Adventskalender, versuchst du, Stress auf deinem Kanal zu erzeugen? Ja, tue ich. Ich stehe auf dünnem Eis und liebe es. Nee, um ehrlich zu sein, was soll ich sagen? Ich habe den Adventskalender zusammen mit dem anderen Etsy-Adventskalender bestellt und ja. Da musst du durch. Bevor wir uns den Adventskalender aber anschauen, gucken wir einmal hinter die Kulissen. Der Adventskalender, den wir uns heute anschauen, habe ich auf Etsy gefunden. Und zwar ist es kein offizieller Adventskalender. Es ist ein Harry Potter inspirierter Adventskalender. Ich habe ihn für 65 Euro geschossen. Und zwar am 19. September. Der Shop heißt Reading Bookshop. Und was verkauft er so? Ja, so... Zeugs. Viele Kerzen, Tassen. Für den letzten habe ich 83 bezahlt mit Versand und für den 65. Und hier ist er, unser Harry Potter Etsy Adventskalender. Ba-bam. Okay, die Türen machen mich aggressiv. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich nur von wem? Hi Vanessa. Oder soll ich lieber sagen, hallo YouTube-Kollegin? Okay, okay, okay. Nachdem ich dein letztes Video Etsy-Adventskalender geschaut habe, musste ich sofort in meine Bestellerliste schauen und nach deinem Namen suchen. Fun Fact, ich wollte dir privat, da ich weiß, dass du Harry Potter-Adventskalender magst, tatsächlich einfach so einen zukommen lassen und hatte dafür schon Studio 71 kontaktiert, um eine Adresse zu haben, zu der ich das Paket schicken kann. Jetzt bin ich aber umso mehr gespannt, wie du diesen Kalender auch bewertest und hab echt Respekt davor. Ja, ey, okay. Ich habe das Gefühl, Karma hat mich gerade sowas von bekommen. Eigentlich ist der Kalender immer mehr für meine eigene YouTube-Community gedacht und eben für die, die sich auch auf meine Etsy-Seite verirren. Umso schöner, dass du auch dorthin gefunden hast. Bleib wie du bist, mach immer, was dir Spaß macht und pass auf dich auf. Melina! Ja, Melina, toll! Nee! Ich bin wie so ein Restaurantkritiker, der jetzt aufgefallen ist. Eigentlich bin ich immer anonym unterwegs, aber jetzt haben mich die Restaurantleute gegrüßt, weißt du, so, ah, hallo, ja, setz dich an diesen Tisch, komm, guck's dir an, probier unser Essen. Seidenpapier, Melina, muah, mega geil, wiederverwendbar, kann ich super gut gebrauchen. Ich bin Besteller 46 für die Adventskalender. Liebe Vanessa, vielen lieben Dank für deine Bestellung. Schön, dass du zu den ersten 50 Bestellungen gehörst, wodurch du ein kleines extra limitiertes Goodie erhältst. Oh, guck mal, ich habe auch am Anfang über Dobby geredet. Die haben wir eine Dobby-Karte. Und als sie diesen Brief geschrieben hat, wusste sie noch nicht, dass ich das bin. Und den großen gab's. Ja, hier ist ein Spoiler-Umschlag. Wow, Melina, Wellpappe, mega gut. Du legst Wert auf Sicherheit. Das merkt man. Noch ein Schutzpapier. Das beweicht natürlich alles auf. Oh. Oh. Das ist ein richtig fettes Paket. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber es ist ein fettes Paket. So exposed wurde ich noch nie. Exposed. Ja, Melina, was soll ich jetzt sagen? Wir fangen jetzt einfach mal an. Türchen Nummer 1. Brave Lion. Der Brave Lion riecht nach, ich würde sagen, Himbeer. Im Gryffindor-Thema, ne? Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Harry Potter angelehnter Adventskalender und kein offizieller. Wir haben hier noch, ich hole das mal raus, glaube ich. Die 24 ist groß. Türchen Nummer 2, wo bist du? Ich sehe jetzt schon die Kommentare. Ja, jetzt hatte Vanessa das ja nicht so ernst bewertet wie sonst, weil sie Angst hat vor... Nee, lass mich jetzt auch einfach mal in Ruhe, okay? Ich packe jetzt hier einen wunderschönen Adventskalender aus. Mit sexy Dumbledore in der Nummer 2. Oh mein Gott, ich glaube, es kommt.
ich stehe voll auf ältere Frauen. Painted by Aska. Aska. Ich sehe das, ist mit Wasserfarben, ne? Eine sehr geile Idee, wenn man Illustrationen macht, die einfach als Postkarten dann so zu verschicken. Oh, cute. Ja. Ein Porträt. Also besser wäre es natürlich, wenn sich das Porträt bewegen würde, wie in Harry Potter. Aber naja, gut, machen wir weiter. Ich muss auch ein bisschen Kritik einbauen, wisst ihr? Nummer 3 gibt mir wirklich Harry Potter-Vibes. Das ist irgendwie so ein Paket wie in der Winkelgasse. In Nummer 3 befindet sich Watte. Und in dieser Watte... Zaubertränke bitte nicht öffnen, nicht zum Verzehr geeignet. Ah, okay. Melina, ich sag dir, Watte war eine gute Idee zum Verpacken, aber ist ein bisschen kritisch hier, ne? Das setzt sich hier ab, da muss man erstmal das wieder sauber rumfummeln. Nur um eine Kritik zu geben. Was haben wir hier? Wir haben 2 Zaubertränke, die wirklich herzallerliebst aussehen. Flohpulver, ich werd nicht mehr, sieht das cute aus. Dianthuskraut. Wow. Oh mein Gott, cute. AF. Ernst bleiben, wir kritisieren hier hart. Nummer 4. Schwer. Honeydukes. Aha. Ja, da hört es auf bei mir. Oh, die Kerze riecht süß, aber das kann auch sein. Hier haben wir wieder eine Kerze. Cool. Honeydukes. Ach, der Honigtopf, oder wie? Oh. Ich musste das jetzt natürlich googeln, weil ich von Honeydukes nicht auf den Honigtopf gekommen bin. Aber das ist natürlich der Honigtopf. Klasse. Ist natürlich blöd, wenn man... Englisch, ne? Nummer 5 ist so gold wie der Schnatz. Ich kann auch Harry Potter Sachen sagen. Es ist ein kleiner Bilderrahmen. Oh, ist das niedlich. Guckt mal, wie klein das ist. Have you seen this wizard? Oh, ist ein ganz kleiner Bilderrahmen. Den kann man sich jetzt so... Seht ihr das? Hammer. Nikolaus. Ja, Melina. Nikolaus, ne? Ein kleines Säckle an Nikolaus. Klingt aber vielversprechend. Jawoll, für dieses Zeug bin ich hier. Oh, sorry. Für diesen Scheiß bin ich hier. Der Schnatz als Schlüsselanhänger. Lieben wir. Der ist ja voll geil gemacht. Man weiß sofort, was es ist, aber ich glaube, es wurde einfach nur mit einer goldenen Kugel und 2 Flügeln quasi gebastelt. Aber es sieht so simpel und einfach gut aus. Schönes Nikolausgeschenk. Hätte aber größer sein können, Melina. Nur mal ein bisschen Kredit zu sagen. Türchen Nummer 7. Ich hätte mich als Dolores verkleiden sollen. Och. Good morning, children. Verbotener Wald. Thanks for the German, Melina. Jetzt kann ich es auch endlich verstehen. Bei den ganzen englischen Worten weiß man ja gar nicht, was gemeint ist. Das riecht nach Wald. Goldig und grün und Glitzer. Nummer 8 ist wieder ein Säckchen. Ein Magnet. Ich habe einen Kühlschrank, an den ich Magnete ranmachen kann. Und es sind die Heiligtümer des Todes. Ja, das macht's ganz cool. Nummer 9 ist sehr groß, das freut mich. Kommt drauf an, was jetzt drin ist. Daily Planner. Da kann man immer an... Oh. Ein Daily Planner für den Tisch. Und dann kann man immer angeben, was für ein Tag und Monat ist. Und die Priorität und Termine, To-Do und Ideen. Hat einfach so ein kleines Notizblöcklein für den Tisch. Mit den ganzen Haustieren. Cute! Melina wusste, dass die Nummer 9 gut sein muss. In Nummer 10 befindet sich... Der Loyal Badger. Also Hufflepuff. Die kriegt Annie. Oh! Boah, was ist das für ein Duft? Ist es Rose? Nee, irgendwas. Ich kann es nicht... definieren. Melina, alle Fragen, die ich zu diesem Adventskalender habe, beantworte sie einfach unten in den Kommentaren, wenn du das hier siehst. Ich will sagen Kamille, aber Türchen Nummer 11. Da haben wir wieder eine Zeichnung. Also wenn jetzt ich nicht gezeichnet wurde, dann weiß ich auch nicht, ob es mir so gefällt. Oh, okay. Ich sag mal, wenn Harry Potter ein Anime wäre, oder? Herzallerliebst, das sieht wirklich sehr, sehr süß aus. Vor allem Ron. Rons Pose ist so richtig... Türchen Nummer 12. Wir sind bei der Hälfte angekommen. Words are our most inexhaustible source of magic. Albus Dumbledore. Ein Zitat von Dumbledore als Lesezeichen mit dem Hogwarts-Siegel eingewachst, so mit so einem Briefsiegel. Nice. Damit man nochmal Harry Potter lesen kann. Ich hab's leider als Online-Audio. Aber ich benutze das jetzt als mein Lesezeichen. Nummer 13. Oh mein Gott, wieder eine Kerze. Oh mein Gott. Die Harry Potter Kerze. Hier hat man gar nicht versucht, ein Thema zu suchen. Das ist straight Harry Potter in your face. Und Harry Potters Duft kann ich nicht. Ich will immer Kirsche, Himbeere, irgendwie sowas sagen, aber kann ich nicht entziffern. Und hier ist wieder so ein Goldglitzer am Start. Nummer 14. Eine Kerze. Raum der Wünsche. Ich finde das ganz toll, diese thematischen.
Kerzen. In dieser Kerze gibt es eine Überraschung. Brenne die Kerze ab und nehme vorsichtig das Päckchen heraus. Oh ja, da sehe ich was. Ja, da ist irgendwas verpackt. Und der Duft ist Vanille. Muss sein. Also das, wenn das jetzt nicht Vanille ist, dann ist irgendwas mit meinem Riechorgan. Ja, die ist einfach schlicht weiß und irgendwas verbirgt sich in dieser Kerze. Es ist und bleibt ein Rätsel. Nummer 14. 15. Ein Pin. Na klar. Love it. Ein Pin, auf dem steht Still Waiting. Ich auch. Still Waiting. Geil, den finde ich gut. Nummer 16. Oh, wow. Clever Eagle. Das bin ich, Ravenclaw. Riecht mal. Was habt ihr gerochen? Ich weiß auch nicht. Blaubeere, würde ich sagen. Aber es ist irgendwie zu obvious, ne, bei Blau. Cute. Ja, wirklich ganz, ganz herzlich gestaltete Sticker. Das ist ja auf dem Shop ja auch so mit das Stärkste, also Kerzen selbstgemachte. Deswegen beschwert euch jetzt mal nicht wegen den ganzen Kerzen da in den Kommentaren, ne? Guckt euch mal den Shop an. 17. Oh mein Gott. Ich kann gar nicht erwarten, was in 17 drin ist. Was ist in 17 drin? Wasser hinzufügen. Hier haben wir wirklich Konsumgüter. Wachstumstrank. Ein Stück Schokolade. Im Fall eines Dementorenangriffs unverzüglich öffnen. It's all right, it's chocolate. Deswegen haben selbstgemachte Harry Potter Adventskalender auch einen richtigen Charme, weil man sowas machen kann. Oder weil Leute, die dafür zuständig sind bei Wizarding World oder wie das alles heißt, die kommen nicht auf so eine gute Idee. Und hier haben wir was zum Wasser hinzufügen. Aufheizungstrank, Ribsschärfungstrank und Wachstumstrank. Und hier sind nochmal die Inhaltsstoffe. Key Ute. Nummer 18. Oh, wir haben wieder einen Bilderrahmen. Das sieht ja cool aus. Hier ist kein Künstler verzeichnet, das heißt, ich glaube nicht, dass sie das selbst gemalt haben. Aber wie geil sieht das bitte aus? Cool. Nummer 19. Eine Kerze. 9 3/4. Na klar. In beige. Und Duftrichtung, ich habe absolut keine Ahnung. Am Ende schreibt mir Lina, die hatten alle keinen Duft. Das wäre super peinlich, weil ich manchmal meine, wirklich was zu riechen. Vom Look gefällt mir die gerade, glaube ich, am besten. Die hat so mit dem schwarzen Deckel und der schwarzen Zahl und diesem runden Sticker, die hat richtig, also schick. Wir kommen zu unserem letzten Säckchen. Ja, ja, doch. Da hätte ein cooleres Motiv reingekonnt. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Vielleicht der Zeitumkehrer oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Aber ich finde das ein bisschen kitschig. 21 und wir haben das zweite Paket und im letzten waren Potions drin. Ich hoffe, dass jetzt hier auch noch welche drin sind. Also die Warte ist echt heftig. Melina, nächstes Mal Stroh. Die Flüssigkeit sieht cool aus. Ich hätte das aber, glaube ich, ehrlich gesagt noch mit einem Haken gemacht, dass man das als Kette tragen kann. Einhornblut. Und das sieht sogar aus wie das Zeug, was man im ersten Teil da gesehen hat, im verbotenen Wald. See that? That's unicorn blood, that is. Oh, das sieht ja geil aus. Mega Powertrank. Oh, da hört wieder mein Harry Potter Wissen jetzt gerade auf. Mega Powertrank. Ist das ein Joke oder einfach gehört das bei Harry Potter mit rein? Ja, aber das Einhornblut sieht fabelhaft aus. 22. Sag mal, könnte hier etwa eine Kerze drin sein? Sneaky Snake, ja. Slytherin brauchten wir noch. Hier haben wir Slytherin. Slytherin! Schlüssel! Schlüssel for life! Green Apple. Ich würde sagen Green Apple. So eine grüne Kerze. Ich habe viele Kerzen. Nummer 23. Vorletztes Türchen. Oh, dramatischer Snape. Aber auch hier wieder. Warum bewegt sich das Bild nicht? Oh mein Gott, hier hinten ist Snape noch viel mehr als Anime-Charakter gezeichnet. Geil. Aber ja, es ist eine voll coole Idee, die mal in so einem anderen Stil zu sehen. Kann man sich auch so einen Bilderrahmen reinpacken, ne? Das sieht auch geil aus. So, und nun haben wir den 24. Wir haben den Advent hinter uns gebracht. Wir haben Potions bekommen, wir haben kleine Schokoladle bekommen, Schlüsselanhänger, Bilderrahmen, Daily Planner, hier ein kleines Bild, ein Lesezeichen, Postkarten, alles, was das Harry Potter Herz begehrt. Das Inoffizielle. Und jetzt ist die 24 da. Wir gehen runter zu unserem Adventskalender oder er steht in unserem Zimmer. Oh. Danke, Melina! Verpackungsmaterial! Oh, also wenn du das jetzt noch selber gezeichnet hast, das wäre richtig geil. Aber da weiß ich das nicht. Da will ich das jetzt auch gar nicht zu sehr sagen. Melina, tolle Tasse. Wisst ihr, was ich an dieser Tasse sehr, sehr geil finde? Sie hat das Harry Potter-Thema. Aber ist irgendwie so unauffällig cute einfach mit diesen Zeichnungen da drauf von den einzelnen Potions, dass die nicht so gleich, oh, Harry Potter in deine Fresse, ich trinke aus einer Harry Potter-Tasse, sondern so, oh,
Was ist das? Verschiedene Potions? Also ich würde es mega feiern, wenn du die selbst gezeichnet hast. But I don't know. Sehr, sehr schöne Tasse. Ja, jetzt ist die Frage. Welches Fazit gibt es von mir? Nun ja. Was kostet der Scheiß denn im Shop? Also Leute, für 65 Euro saß ein toll gestalteter, liebevoller, verpackter Adventskalender mit tollen Ideen. Die Potions lassen mein Herz höher schlagen. Das Lustige ist ja, dass so original Harry Potter Merch so unfassbar teuer ist, dass man ja hier sogar sagen kann, richtig gespart. Weil solche Sachen kosten im Original viel mehr. Also ich finde diesen Schlüsselanhänger mit den Flügeln und dieser goldenen Kugel richtig cool. Auch so ein selbstgemachtes Lesezeichen ist total süß und macht so Sinn. Und wie Melina ja gesagt hat, der Adventskalender ist für ihre Zuschauer so als Goodie auch so. Also wenn man sie kennt und verfolgt, dann macht es richtig viel Sinn. Und manche Leute verirren sich dann halt auch auf den Shop, so wie ich. In was für einer Welt würde ich jetzt etwas Schlechtes über diesen Adventskalender sagen? Auf gar keinen Fall tue ich mir das an. Also mir fällt auch nicht so wirklich was Schlechtes ein. Deswegen sage ich an dieser Stelle nichts. Ich freue mich, dass ihr so fleißig zugeschaut habt. Und morgen ist leider schon der letzte Adventskalendertag. Und dann ist Dezember. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch ein ganz bisschen, weil ich habe jetzt Adventskalender auch für dieses Jahr erstmal so bis oben hin voll. Wir sehen uns morgen dann nochmal, ne? Tschüssi! Oh, oh, warte, warte, warte. Hier, den Umschlag mit den Spoilern. Bevor ich gehe. Was ist der Umschlag mit den Spoilern? Aha, also follow Aska. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr das richtig cool fand, follow Aska und Instagram. Hier seht ihr das nochmal. Bitteschön. Hier ist noch Grenadine Art. Nadine Fabrik aus Hamburg. Ja, hallo. Folgt auch Grenadine Art. Ah, und hier ist wirklich eine Liste mit den Dingen. Okay, alles klar. Und ihr Channel. Ah, auf YouTube heißt sie Reading Book Channel. Das sind ihre Socials. Und damit Peace out. Bis dann. Ah. Dobby ist frei. Noch ein Kalender, dann ist Dobby endlich frei. Tschüssi.